Borussia Dortmund muss sich offenbar weiterhin dem Interesse von Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain an Julian Weigel erwehren. Derweil wird den BVB-Profis offenbar künftig ein Wechsel zum FC Bayern München verboten. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund. Leonardo Balerdi ist der einzige Winterneuzugang beim BVB. In seinem ersten Interview mit BVB TV gab er sich hochmotiviert: "Ich mag es zu attackieren, ich bin aggressiv. Ich versuche, das Trikot mit meinem Leben zu verteidigen." Abwehrtalent Balerdi wechselte von den Boca Juniors zu Borussia Dortmund. Seine ersten Eindrücke in der neuen Heimat sind positiv. "Ich habe tagelang darauf gehofft und bin sehr froh, hier zu sein. Das Training ist sehr intensiv, aber meine Teamkollegen bemühen sich sehr, mich schnell ins Team zu integrieren. Ich bin hier sehr glücklich. Ich bin das Stadtleben gewohnt", schwärmte der 19-Jährige. Die große Veränderung in seinem Umfeld sei aber auch hart, so Balerdi. "Ich bin gerade einmal 19 Jahre alt", umso glücklicher könne er sich schätzen, den Rückhalt seiner Familie zu haben. "Sie unterstützt mich immer, deswegen ist alles gut und ich bin sehr entspannt." Auch der abrupte Wechsel der Jahreszeiten, vom argentinischen Sommer in den deutschen Winter, beschäftigt den Innenverteidiger. "In Argentinien ist der Tag länger, hier wird es viel früher dunkel. Aber Dortmund ist eine tolle Stadt. Der Verein ist auf einem Top-Niveau. Ich bin also sehr glücklich." Eine Option für Favre ist er zunächst jedoch nicht. Dortmund stellte Balerdi für die am Donnerstag beginnende U20 Südamerikameisterschaft in Chile frei. Im Falle eines Finaleinzugs von Argentinien würde Balerdi bis Mitte Februar fehlen. BVB-Gerücht: Thomas Tuchel weiter an Julian Weigel dran. Schon mehrfach hat Borussia Dortmund in der laufenden Transferperiode verdeutlicht, dass nicht damit geplant wird, Julian Weigel abzugeben. Thomas Tuchel hat die Hoffnung aber wohl noch nicht aufgegeben. Wie die Bild berichtet, hat sich der Ex-BVB-Trainer telefonisch an Weigel gewandt, um ihn von einem Winterwechsel zu überzeugen. Nachdem PSG und Adrien Rabiot vor einer Trennung stehen, hat Tuchel offenbar derart dringenden Bedarf im Mittelfeld, dass er Weigel unbedingt im Winter in die Liga einlotsen möchte. Dies dürfte auch im Sinne des Spielers sein, erhielt er doch in der Hinrunde unter Lucien Favre nur sehr selten die Chance, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Seit 2015 spielt Weigel in Dortmund. Unter Tuchel erlebte er seine bislang beste Zeit als Profi. Unter anderem stellte der Mittelfeldspieler einen Passrekord in der Bundesliga auf. Gebunden ist Weigel noch bis 2021 in Dortmund, die letzte Verlängerung geht auf Dezember 2016 zurück. BVB-Spieler künftig nicht mehr direkt zum FC Bayern München. In der Vergangenheit hat sich der FC Bayern München schon des Öfteren bei Borussia Dortmund bedient. Robert Lewandowski, Mats Hummels oder auch Mario Götze wechselten direkt vom BVB zum Rekordmeister. In Zukunft soll das wohl nicht mehr vorkommen. Laut Sportbild will die Führungsriege das nicht mehr zulassen. Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke haben demnach beschlossen, dass BVB-Spieler kategorisch nicht mehr nach München wechseln dürfen, um sich eigene Chancen im Rennen um die Meisterschaft zu erhalten. Gegriffen haben soll diese Maßnahme bereits beim Transfer von Christian Pulisic. Bevor dieser sich für den Transfer nach München entschied oder aber seinen Vertrag auslaufen ließ, um dann zum FC Bayern zu gehen, verkauften die BVB-Bosse ihn lieber an den FC Chelsea. Borussia Dortmund, mögliche Ab- und Zugänge beim BVB 2019 Herbstmeister, wie das duftet. Bei Lucien Favre und Borussia Dortmund läuft alles nach Plan. Damit die Rückrunde genauso erfolgreich wird wie die Hinrunde, schauen sich die BVB-Bosse aber noch nach möglichen Verstärkungen um. Nicht nur die Verletzung von Manuel Akanji könnte die Schwarz-Gelben in den kommenden Wochen zum Handeln zwingen.
Einige Spieler sind unglücklich und wollen nicht bis zum Sommer bleiben. Spox zeigt mögliche Ab- und Zugänge beim BVB im neuen Kalenderjahr. Mögliche Abgänge: Shinji Kagawa spielt keine Rolle unter Favre und liebäugelt mit einem Wechsel. Spanien gilt als sein bevorzugtes Ziel. Der Japaner würde gerne zu einem Club, der im internationalen Geschäft vertreten ist. Angesichts seiner fehlenden Spielpraxis und seines vergleichsweise hohen Gehalts könnte Kagawas angestrebter BVB-Abschied aber zu einer Hängepartie werden. Ernsthaftes Interesse aus Spanien besteht an dem 29-Jährigen bis dato zumindest noch nicht. Alexander Isak galt als großes Versprechen, als Next Zlatan, tut sich in Dortmund aber weiterhin enorm schwer, Fuß zu fassen. Wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz unter Favre. Kickt hauptsächlich bei der U23 in der Regionalliga. Die Regionalliga ist nicht das Niveau, auf dem ich mich sehe, stellte der 19-Jährige bereits klar. Falls sich ein passender Abnehmer findet, ist eine Ausleihe bis zum Saisonende denkbar. Spätestens im Sommer dürfte es zu einer Trennung kommen. Jeremy Toljan, wie Isak noch ohne Pflichtspieleinsatz in dieser Saison, will sich eigentlich durchbeißen und steht im fairen Austausch mit Favre, ist wegen des starken und beidseitig einsetzbaren Achraf Hakimi aktuell aber chancenlos. Kann de facto nicht zufrieden mit seiner Situation sein. Auch beim BVB haben sie sich mehr von dem gebürtigen Stuttgarter erhofft. Ein Verkauf vor dem Sommer ist aufgrund der dünnen Personaldecke in der Defensive aber eher unwahrscheinlich. Julian Weigl, unglücklich und wechselwillig, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witzel und Thomas Delaney vorbeikommt, hilft daher häufiger in der Innenverteidigung aus. Sieht sich dort aber nicht dauerhaft. Dortmund lässt Weigl, Vertrag bis 2021, im Winter aber definitiv nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. PSG soll an ihm interessiert sein. Klar ist, eine weitere Spielzeit wie diese kann und will sich der 23-Jährige nicht erlauben. Maximilian Philipp, erst Mitte 2017 für 20 Millionen Euro verpflichtet, wartet der 24-Jährige trotz guter Torquote in seiner Debütsaison noch auf seinen Durchbruch beim BVB. Kam in der Hinrunde meist als Joker zum Einsatz. Wird angeblich von Stuttgart und Leipzig umworben. Ein Transfer mitten in der Saison wäre jedoch sehr verwundernswert. Philipp kann noch wertvoll werden, wenn er mehr Selbstvertrauen tankt, das ihm aufgrund seiner nicht klar definierten Position fehlt. EZENISBURNIC, wegen des üppig besetzten Mittelfelds komplett außen vor und ohne Perspektive unter Favre. Muss mit seinen 20 Jahren zwingend mehr Spielpraxis sammeln. Demnach schon im Winter ein Verkaufskandidat. Problem nur, bisher drängt sich kein anderer Club auf den bis 2019 unter Vertrag stehenden Linksfuß zu verpflichten oder zumindest auszuleihen. Mögliche Zugänge: Leonardo Balerdi, dem 19-jährigen Innenverteidiger der Boca Juniors, prophezeien sie in Argentinien eine große Zukunft. Vielleicht wird auch seine Gegenwart schon groß. Der BVB ist an ihm interessiert und unter Zugzwang. Balerdi soll den länger verletzten Akanji, Muskelfaserriss, ersetzen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro. Laut Bocas Präsident kommt es noch in dieser Woche zu Verhandlungen mit dem BVB. Thorgan Azar, schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel, könnte im Sommer Christian Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Jadon Sancho, Jakob Brun Larsen und Marius Wolf schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet.
Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witzel sehr gut. Timo Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt, laut der Bild auch beim BVB. Ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben ist aktuell aber eher unrealistisch. Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein in Frage, wo man hinwechseln kann, so Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Clubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her. Alvaro Morata weckte schon vor dem Transfer von Paco Alcácer Begehrlichkeiten in Dortmund, Chelsea lehnte jedoch ein BVB-Angebot für den Spanier ab. Mittlerweile scheinen die Blues bereit, den zum Reservisten verkommenen Morata ziehen zu lassen. Der FC Sevilla soll übereinstimmenden Berichten zufolge aber die besten Karten haben, den Ex-Realstar zu verpflichten. Dass der BVB nach Alcácer einen zweiten Stürmer dieser Kategorie an Land zieht, ist ohnehin unwahrscheinlich. Sebastian Kehl verteidigt Jugendarbeit von Borussia Dortmund. Wie steht es um den deutschen Fußball? Die Meinungen gehen hier auseinander, zumal die Talentarbeit in den Clubs sehr unterschiedlich ist. Sebastian Kehl hat in seiner Funktion als Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB am Dienstag in Frankfurt das Wort ergriffen: Ich glaube, dass wir in Dortmund ein gutes Beispiel dafür sind, dass man auf Spitzenniveau junge Spieler immer wieder auf den Markt bringen kann, sagte Kehl beim Neujahresempfang der DFL. Eine Tendenz zu Legionären, wie sie Reinhard Grindel zuvor angesprochen hatte, wollte der BVB-Mann zumindest für die Dortmund nicht gelten lassen. Führte die Beispiele von Christian Pulisic, Jakob Brun Larsen oder Mario Götze an, die allesamt den Feinschliff bei der Borussia erhalten hätten. Mit Blick auf das Meisterrennen zeigte sich Kehl vorsichtig, die Bayern werden nochmal angreifen. Vielleicht nicht nur die Bayern. Deswegen werden wir weiterhin unsere Hausaufgaben machen müssen. 6 Punkte sind nun mal gar nichts. Die Bayern sind heiß. Sie sind hoch motiviert. Wir sind gewappnet. Wir müssen weiterhin auf unserem Weg bleiben.